hoch hinaus geht's im Skyline Park in Bad Wörishofen. Der Freizeitpark von Joachim Löwenthal feiert 25-jährigen Geburtstag. Ein Vierteljahrhundert harte Arbeit steckt dahinter. Ja, Blut und Schweiß, das können wir gar nicht aufzählen. Das ist eine ganze Unmenge. An finanziellen Mitteln sind es mittlerweile 60 oder 70 Millionen, die wir investiert haben in den Jahren. Und das ist ja noch nicht zu Ende. Freizeitpark ist ja nie fertig. Seit 1999 gibt es den Skyline Park schon. Viel ist gewachsen. Mittlerweile sind es rund 60 Fahrgeschäfte auf einer Fläche von 50 Fußballfeldern. Das Risiko, ob der Park ankommt, anfangs groß, aber es hat sich gelohnt. Also ich komme aus Bayern und er ist nicht weit von uns entfernt und er bietet für die ganze Familie, groß und klein. Ich war schon als kleines Kind hier und da hatten wir so Dauerkarten und ja, komme immer wieder gerne her. Wir sind positiv überrascht, es macht wirklich sehr viel Spaß. Wenn die Kids Spaß haben, hat der Vater auch Spaß. Zum 25-jährigen Bestehen ist auch der Ministerpräsident angereist. Der Skyline Park für ihn ein bayerisches Vorzeigeprojekt. Es ist ein großes Familienunternehmen mit einem Jubiläum, 25 Jahre, einer der größten Parks mit in Deutschland. Das ist was Besonderes und hier werden Träume vermittelt und Eltern freuen sich, dass die Kinder gut aufgehoben werden. Also insofern tolle Qualität, viel Spaß und ich bin gerne da. Die Vision, der Park ist nie fertig, also auch die Zukunft hält noch viele neue Fahrgeschäfte bereit.